Ich würde sie schon gerne wo anlegen. Kapitän hat Steuer verlassen! Nein, eben nicht. Ich geh auch alleine rüber. Was ist passiert? Wo ist der Rest der Mannschaft? Piraten! Sie haben die meisten getötet und meinen Bruder entführt! Bitte, rette ihn! Zeig mir die Drachmann. Ich helfe dir. Ich werde bei der Suche helfen, Seemann. Ich bin kein Seemann, ich bin Zimmermann. So wie mein Bruder. Unser Vater lehrte es uns. Das ist sehr interessant. Wir brauchen einen Zimmermann. Ich habe als Zimmermann auf Schiffen Rumpflöcher so groß wie Poseidons Faust repariert. Ich bitte dich, rette meinen Bruder, dann komme ich mit auf dein Schiff. Einfach. Klingt gut. Wo finden wir diese Piraten? Es gibt eine Insel westlich von Böotien und südlich des Helikon. Offenbar kommen sie von dort. Weißt du sonst noch etwas? Nein, alles ging so schnell. Wegen des Krieges gibt es im Moment mehr Piraten als Flöhe auf einem Schwein. Aber ihr Lager kann nicht weit sein. Ja, irgendwie schon, hast du recht, das sieht ganz schön komisch aus. Und retten deinen Bruder. Aber ich will mir das erstmal hier angucken. Das finden sie gerade mal ein bisschen interessant. Silbergürtel. Ich finde es hier gerade mega cool. Das ist nicht von dieser Welt. Was bei Hades war das? Sieht nicht so aus, als könnte ich das entführen. Vielleicht ein andermal. Das war gerade sehr merkwürdig. Zugegeben. Thank you.
Datenschatz. Aber einer muss mal sein. Da. Beides muss unter der Dings sein. Das gucken wir uns nochmal genauer an. Gehen wir nochmal rein. Wenn ich den Eingang nochmal finde. Gucken wir mal hier. Guck mal, da ist noch was. Wo soll der Schatz sein? Ach da. Da unten. Da. Okay. Guck mal hier. Cool. War der zweite? Und es war ja irgendwo noch einer gesagt, ne? Ich glaube, irgendwo in die Richtung sollte einer sein. Wäre zumindest sinnvoll. Hier ist keine Weltkarte verfügbar. Das verstehe ich nicht. Oh. Das Wetter sieht nicht so geil aus. Da muss noch irgendwo einer sein. Vielleicht direkt beim Eingang oder so. Ich hau mal kurz hier. Den Marker weg. Sich um Kopfgeld kümmern. Ein Schiff, dann kommt euch vermutlich das Ziel ist, dann soll der geschonte Schiffe versenkt. Sie können den Kopfgeld loswerden. Benutze die Aktion, alle Kopfgelder bezahlen. Zahle alle Stifte, töte die Stifte. Das mit dem Töten klingt schon ganz gut. Aber darum kümmere ich mich dann nochmal irgendwann. Ich will gerade wissen, wo der Schatz ist. Genau. So. Ach du Scheiße. So viele crashen wieder. Neue Armschienen, alte Armschienen. Hab ich einen. Oh, genau. Viel besser jetzt. Ist da noch mehr auf der Insel? Was? Ja, das will ich mir einmal angucken. Wo ist das da? Hast du ein Lieblingsspiel? Rocket League. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Da gibt es auch für mich kein besseres.
sonst war nicht. Ja, sehr recht halt, ne? Und deins? Hast du eins? Was soll jetzt hier sein? Ist doch nichts. Na, Zelda ist super. Fehlt was, ist nicht ganz so mein Ding. Komm ich echt nicht hoch? Oh, dieses Zeichen da. Ich weiß nicht, was gut ist. Ja doch, weiß ich schon, aber es gibt ja jeder den anderen Geschmack, ne? So muss man das ja mal eher sehen. Ich weiß gerade nicht, wie ich spüre, aber warum nicht? Na egal. Geh mal wieder hier raus. Ja, ich weiß. Na siehst du. Ich will gerne wissen, was dahinter ist. Oder kommt man da irgendwie hin? Das sieht nicht danach aus. Ne. Anscheinend kommt man da nicht hin. Da kann man hier noch irgendwo lang schwimmen. Da ist der Ausgang. Ne, da kommst du nirgendwo hin. Schade. Vielleicht kommt das nochmal irgendwann. Dass man nochmal herausfindet, was da los ist. Bau einer mythischen Kreatur. Ich weiß aber nicht, wie das gehen soll. Pass auf. Ich werde mal kurz auf Toilette gehen und dann rauchen. Also heißt, ich bin nur in 5 Minuten weg. Und mit das werde ich mal nachgoogeln, wie das geht, weil ich will das unbedingt wissen. Ich will wissen, wie man das macht. Das lässt mich gerade nicht los. Bis gleich. Hallo Löchel, weiter geht's. Ich habe jetzt mal nachgeguckt. Das ist im Endeffekt so, dass ich es erstmal lassen soll. Aber später erfährt man dann mehr. Also im Endeffekt kann ich jetzt rausgehen oder draußen bleiben und einfach weitergehen. Und ich werde jetzt die Quest für den Zimmermann machen. Das habe ich jetzt rausgelesen. So.
Und dann werden wir mal den Typen befreien. So, ja, Captain kommt wieder. Ja, den Ohrwurm von den Ärzten habe ich auch die ganze Zeit, tut mir leid. So. Er ist Zimmermann. Piraten haben seinen Bruder. Wenn wir den retten, wird er uns helfen. Dann jagen wir ein paar Piraten. Legt euch in die Riemen. Rudert, als wäre Kerberos selbst euch auf den Fersen. Aus Bindi Bessari und dieser Kapitän, die Fahrradla. Piratenansage. Die Maya lokal. Hier werden sie besonders wachsam sein. Okay, jetzt gehen wir ein bisschen vorsichtiger an. Halte sie nicht mehr. Ich dachte, er heilt sich irgendwann. Hm. Nicht irgendwie Brot oder so gehabt? Das gibt's hier nicht? Scheiße. Ja gut. Ah, jetzt. Nur aufheben. Ich dachte, hä? Hat die aber noch einen Shot? Warte mal. Ich will ihn ablenken. Toxarch aus Reflexbogen. Das klingt cool. Sehr gut. Er sieht cooler aus, ne? Bring mir nichts, weg damit. Ich habe ihn gerade nicht gefunden. So.
Dein Bruder schickt mich. Dieser Narr schickt immer wieder andere für die Drecksarbeit. Wie schlimm ist es? Du wirst überstehen. Du wirst es überstehen. Du bist ein schlechter Lügner, aber gütig. Soll ich deinem Bruder etwas mitteilen? Sag meinem Narren von Bruder, dass ich... Natürlich. Ich könnte eine Leiche mit jemandem beweisen. Wäre doch eine Idee, oder nicht? Ah, na gut. Aber dass man hier nicht anlegen kann, nervt. Oh, warte mal. Da muss ich reden. So, mit dem muss ich mit A. Ich bin immer auf R2. So. Tada. Hast du meinen Bruder gefunden? Wo ist er? Er hat es nicht geschafft. Er hat nicht überlebt. Tut mir leid. Nein, nein, nein! Verfluchte Götter! Auf diesem Schiff gab es nur Piraten, keine Götter. Ich bat ihn, mit mir zu kommen. Er hasste die See. Ein Speer in der Hand macht mir den Schmerz erträglich. Wir geben dir einen Hammer, wenn du zu deinem Wort stehst. Natürlich. Mir ist hier nichts mehr geblieben. Ja, Hammer. Neues Börsenmitglied. Tekton. Visuelles Anpassungssystem. Das visuelle Anpassungssystem lädt, lässt sich aus in deiner Ausrüstung ändern. Du kannst diese Aktion direkt im Inventarmenü ausführen, indem du den Ausrüstungsgegner auswählst und ihn verändern möchtest. Ja. Und wie? Verstehe ich nicht. Ich bin Level 8. Ah, da ich ein Sperr habe, ist irrelevant. Giftmischer. Dann können wir schon eine Weile reichen für. Finde ich gut. So, und Schiff. Mehr Schiffspanzerung. Oder mehr Pfeilschaden. Eigentlich ist der Schaden sinnvoller. Verbessern den Rumpf, um mehrere Butter dann hören zu können. Den Rumpf? Kann ich sogar gerade. Ach ne, ich hab das Geld nicht. Scheiße. Ich brauch mehr Geld. Gib mir mehr Geld. Ich muss wohl doch ein bisschen größer werden. Jetzt die Frage. Wir machen weiter. Was haben wir hier? Ein Schiffswrack. Eine Reise Richtung Krieg. Vernichtet die Schiffe der Athener Blockade. Sind alle Schiffe A. Also Chris über Alektor Schiffswrack. Das war diese Insel, ne? Habe ich das schon gehabt? Ne, oder? Αυτόν δεκμεσά ως αχτινή μέλεια σπίς εκείνη. Αυτόν δεκμεσά ως αχτινή μέλεια σπίς εκείνη. Ποιος σου φαίνεται με τα σπίλια του βάζει. Ερέτο, 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 εσάχτης πίσω με ουραχείο. Τι είσαι έτσι πού? Warum die Insel rum? Vorsicht, Kapitän! Sie nehmen Kurs auf uns! Ein Treffer! Gleich nehmen Sie uns unter Beschuss! Feuer! Feuer!
am Ende mit meinem. Ach cool. Was kann ich hier lagern? Ach krass, das ist cool. Das ist nice. Mit dem Einlager beim Schiff, das ist wirklich cool. Nicht so! Wir müssen der Kollision ausweichen! In Megaris die erbittertsten Kämpfe ab. Die Spartaner bereiten einen vernichtenden Schlag vor, um die Athener zu vertreiben. Kurz rüber.